So, war ein bisschen zu weit rüber, so. Na, ja, komm. So, jetzt. Ja, ja. Ja, heute fahren wir mal einen Schwertransport hier beim ATS. Zeige ich euch mal kurz. Das ist ein Mähdrescher. Ja, also sieht richtig nice aus. Jo. Wollen mal gucken, was uns dann noch so erwartet. Ja. So. Hallo Erwin, ja, danke, dir wünsche ich auch ein schönes Wochenende.
Ja, Erwin. Naja, in diesen reinigten Staaten, ja. Ja, naja, du. Was soll ich, ja, ich habe mal so gedacht, ich mache mal heute so ein bisschen ATS. Und, ja, ist ja eh nichts los, weißt du, und naja. Mein LKW von ETS, der ist noch in Umbauphase. Da wird noch ein bisschen was dran gebaut und dann, ja, schauen wir mal, wann das dann fertig ist mit dem. Ja, und dann irgendwann wieder alles, ne? Aber ich muss dazu sagen, Erwin, ich habe einen schönen Kennwort-Truck hier. Ja, also eine schöne Räuchermühle. Ja, das ist richtig. Allen zu heiß, zu warm. Ne? Naja. Ja, das wird aber nachgeholt mit Thomas und dann. Denke ich mal. Ne? Ist ja auch selbstverständlich. Ne? Das muss ja jeder selber wissen und jeder selber entscheiden, wie, wo, was er macht. Ne? Und, naja. Und ich habe jetzt mal so gedacht, ich mache jetzt mal so einen Stream vom Euro Truck, vom American Truck Simulator. Ja.
Ja, wollen wir mal gucken, nächstes Wochenende, ne? Das ist ja rein theoretisch dein Stream. Also deine Karte. Ja, und dann wollen wir mal gucken. Ne? Ja, moin Jörg, hallo. Ja. Meine kleine Sahneschnitte. Richtig, Jörg. Ja. Alles klar, ja, Erwin. Ja, dann weiß ich Bescheid. Ne? Also ich bin auf jeden Fall dann dabei, definitiv. Und ja, wollen wir mal schauen dann, ne? Hast du gut rumbekommen? Was habe ich gut rumbekommen? Oder wie meinst du, Jörg? Ach so, alles klar. Ja, ich hab's gerade mitgekriegt. Alles gut. Alles check. Mann, 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 oh, diese Bananenesser hier, ey, das kann ja wohl nicht sein. Ah. Nö, nee, nee, Jörg, ich bin nicht müde, alles schick. Ist nur ein bisschen Sauerstoffmangel hier, ich habe Fenster zu und Lüfter an nur. Weil, wenn du Fenster auf hast, das ist. Da kommt ja noch mehr Wärme rein, das geht gar nicht, weißt du? Und naja. Nee. Müde bin ich nicht. Obwohl ich erst heute Morgen um 5 ins Bett gegangen bin. Und bin um 12 Uhr mittags wieder aufgestanden, weil. Ja, wie jeden Samstag immer um 12 die Sirene geht hier. Einmal. Naja, da habe ich gedacht, dann stehst du auf, dann machst du Kaffee und dann. Ja, passt das. Aber heute gehe ich frühzeitig ins Bett. Rein theoretisch. Ne? Ich sage ja immer, ich gehe frühzeitig ins Bett, obwohl das dann nachher letztendlich doch spät wird. Beziehungsweise früh.
Genau. Erwin, wie meinst du jetzt damit? Strich durch die Rechnung und auf Sendung gehen? Meinst du Jörg damit jetzt oder? Ach so, haha. Ja, genau, Erwin, richtig. Na, es sei denn, du fängst dann abends um 22 Uhr an zu streamen, dann ja, wird es wieder sehr, sehr spät. Ne, weil man dann ja auch noch bei dir guckt. Jo. Ne? Na ja. Aber das ist richtig, so wie Jörg sagt, ne? Scheißegal, auch, es ist Wochenende und dann ist gut, ne? Oh ja, das sagst du, Jörg. Also ich habe auch 29 Grad. Ach naja, egal. Ich setze mich in der Dusche, lass ein bisschen Wasser tropfen, so kalt ist. Dann schlafe ich heute in der Dusche. Sowieso viel zu kurz. Das WE gestern hatte ich um 21 Uhr Feierabend und morgen geht's um 21 Uhr. Ach Gott. Ärmster Erwin. Das ist ja natürlich scheiße. Aber dafür ist nächstes Wochenende besser, ne? Oh, jetzt aber rüber hier. Bevor ich wieder bremsen muss. Jetzt gibt der Banane, jetzt gibt der Gas, ey. Das kann aber nicht sein, ey. Sie hat gerade mit Mutter telefoniert. Was? Da sagte ich das gleich mit der Dusche. Ja. Alles klar, Jörg. Tja. So ist es. Na. No.
Ja, auch das Badezimmer, das ist sehr kühl. Also, wenn ich, wo ich mir da drin war, mich fertig gemacht habe und so, oh, herrlich. Na, also, das ist. Ja, aber naja. Ja. Kühlschrank, naja, gut, okay, ich trinke kein Bier. Aber kalte Getränke, ja, das ist richtig. Ich habe schon Getränke im Kühlschrank. Ja, ne. Ja, das ist richtig. Also man sagt ja normalerweise, Erwin, man soll immer was Warmes trinken, ne, damit du nicht so doll schwitzt. Das ist richtig. Ne. Aber mal so ganz kleinen Schluck kaltes Wasser, das ist schon erfrischend, ne, aber man schwitzt dann halt in. Man muss auch ein bisschen den Mund, ja, wie soll ich sagen, anfeuchten, ne? Weil man das nicht alles so trocken ist und so warm da und ne? Ah ja, so ist es. Ja, das ist richtig, Jörg. Ach, Erwin. Das, ja, so kann man es auch machen.
Ah ja, so ist es. Also ich möchte auch kein warmes Wasser trinken, also nicht, ne. Schönes Glas kaltes Wasser und dann schwitzt er einmal, aber naja. Ja, dann hättest du noch einen schönen Kaffee gehabt, wa, Erwin? Warmes Wasser, eine Handvoll Bohnen, Kaffeebohnen, na. Wasser brauchst du nicht mehr aufkochen. Ja, bei mir geht's, Jörg. Ich habe einen Ventilator hinter mir stehen. Ja. So, dass er mich nicht ganz anpustet. Nicht, dass ich dadurch krank werde oder so, aber dass es halt kühl bleibt hinter mir. Und dass ich nicht so doll schwitze, ne?
Also falls du mich gefragt hast jetzt, Jörg, nö. Thomas hatte mir das mal erzählt mit der Dings und ja. Aber naja, gut. Ja, dazu fehlen mir die Worte, ne? Kann man nichts zu sagen. Oh, das Schlachtschiff fahren wir nachher gleich mal. Jetzt muss ich erstmal den hier irgendwie einparken. Ja, da außen schöner, ne? Den habe ich gestern auf im Workshop gefunden. Da habe ich gedacht, den. Also ich habe danach geguckt und gesucht und ja, passt. Also ich finde den schon. Also der hat was, der sieht gut aus, ja. Ne? So, dann nehmen wir mal gleich noch eine nächste Tour mit hier. Oh, ja. Den fahren wir jetzt. Mal den nächsten Schwertransport hier fahren. Ja, Erwin, richtig. Der ist Kennwort geschützt. Da musst du ein bestimmtes Kennwort eingeben und dann wirst du erfahren, was das für einer mal werden soll oder ist.
Peinlich, 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 ja. Oh, mal gucken, ob er die Wurst vom Teller zieht, wa? Das kann was werden. Hey. Oh. Tja, das kommt davon, wenn man in den Live-Chat guckt. Oh, jetzt kommt der Wetten den Berg nicht hoch. Ja, Erwin, mach mal mein LKW nicht schlecht hier doch, ne? Der blaue zieht den gelben. Naja, jetzt zieh die Wurst vom Teller. Ja, du lenkst mich ab. Meine Sahneschnitte. Ja, ich schieb gleich mit, ja. Ich spann euch beide gleich hier vor, weißt du, dann könnt ihr ziehen. Macht man nicht mein LKW hier schlecht. Das ist das beste Stück hier im Stall. Alles klar, Jörg. Ja, der die Tag. Ja. Ja, jetzt geht's los, die Spinat. Naja. Ihr beide, Mann, Mann, Mann. Oh. Was habe ich mir da jetzt aufgesagt, ey?
Oh, ich verbreite schon Stau. Na, das ist doch schön. Ja, Erwin! Richtig, hol mal zur Tee her. Dann geht los. Ne? Oder den L60. Ja. Tja, Jörg. Ich glaube, dann wird der Trailer in der Luft hängen, nur wenn der Reifen unterhängen würden. Ja, machen wir, Erwin. Macht er. Na, damit er nicht so auffällt, weißt du? Brauchen ja nächste Woche Geld, weißt du, auf Mecklenburg-Vorpommern.
geht's bergauf. Oh. Aber noch hält er. Und noch zieht er. So, Erwin, ich bin jetzt in Las Vegas, ne? Jetzt hol ich erstmal das Geld ab. Oh, das kann was werden. Jo, bis gleich, Erwin. Oha. Ha 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 ha.
Tag 10 ja. Na. So. Bin ich ja hier total falsch. Mal gucken hier, das ist ja. Jetzt will der unbedingt, dass ich drehe. Gucken, ob wir da hinten drehen können. Ja, ich habe schon bei mir Lüfter an. Fenster alle zu und der Lüfter, der bläst nur von hinten so in den Nacken. Ja, naja, aber sonst geht's. Hallöchen. Okay. Wie weg war's? Warst du im Discord gerade? Oh nö, nicht schon wieder. Okay. Wer war denn im Discord, weißt du das? Ja, alles gut, Aktien, ja. Ja, ich kann das gerade nicht sehen, wer da drin war. Ich habe es nur gehört, wer das war. Also, dass da einer reinkam und wieder raus ist. Bestimmt der Lukas oder so. Der hatte gestern Abend schon Probleme mit dem Internet. Die Panne von Andy. Ah.
Ich habe schon 3, 4 Pannen unterwegs gehabt. Der Jörg denkt sich auch bestimmt, ey, meine Güte, der kann kein LKW fahren, er soll es sein lassen. Ja, jetzt läuft's. 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 Jetzt können wir auch eine rauchen. Ja, bitte. Ich hätte gerne was. Was gibt's denn schönes, Axenia? Ja, und guten Appetit, ne? Lasst es euch schmecken. Und schöne Grüße an deine Familie. Alles klar, ich nehme auch. Nein, du nicht, ey.
Jetzt bin ich so weit rüber. Oh, guck mal hier, Strohballen. Tung, tung, tung. Na. Das sieht ja gut aus. Ja, Jörg. Ich glaube, das sind bei dir die Staubwollchen. Also bei mir nicht.
Thomas den Norden nicht sichert. Na doch. Meinst du, Thomas war der Verlader? Wo wird denn der fährt jetzt nicht weiter? Siehst du, sag ich doch. Jetzt gibt's Stau, ey, meine Güte. Gibt's ja wohl nicht, ey. Ach so. Tja. Keine Ahnung, du. Meinst, das waren seine, wa? Wir sind aber weit geflogen, du. Konnten die Jungs mit von Modeling Team. Ja, das weiß ich nicht, keine Ahnung. Da müsstest du Thomas mal alleine fragen, wenn er denn da ist. Irgendwie war er heute, glaube ich, noch ein bisschen am Mappen. So viel, wie ich heute Mittag mitgekriegt hatte. Ich kann das nicht genau sagen, wie das jetzt mit seiner Karte weitergeht oder aussieht oder. Ja, das hoffe ich auch, ne, dass das alles gut funktioniert und dass er das da hinkriegt, ne? Mit diesem einen kleinen dummen Fehler, der da ist. Das, die ganze Arbeit nachher, das ist ja. Oh, das wird mich ja auch ärgern, weißt du? Und leid tun für Thomas. Ne, also ich drücke ihm die Daumen, dass er das auch hinkriegt und dass wir uns dann mal drauf sehen, dass wir alle darauf spielen, ne? Hoffen wir das Beste. Warten wir mal ab. Entweder ist er heute Abend noch im Discord oder morgen erst. Ich weiß es nicht. Genau, Daumen drücken, abwarten, Tee trinken oder Kaffee. Na, und dann hoffen wir das Beste. Na, Thomas hat auch ganz schön lange dran gearbeitet. Ne? Ist fast jetzt ein Jahr, ein Dreivierteljahr her, ein Jahr. Und dann kam immer dieser eine kleine dumme Fehler da, ne?
ist natürlich ja doof. Gucken. Ein bisschen tanken jetzt hier, wa? Am besten ist. Am besten ist den Trailer abmachen und dann tanken.
Nee, sagt mir nichts. Oh. Ah. Jetzt war ich gerade so vertieft hier. Hey, Marco auf der Achse kenne ich nicht. Ach so, der Marco, ja. Ja, genau. Doch, der sagt mir was. Ja, der hat schon ein paar Sprüche auf Lager, so, ne? Und wie er so ist. Aber naja. Diese ohren scheiß Leitplanken, ey. Okay. Ja, das habe ich noch nicht gesehen, so mit dem Moped. Ich habe da mal so ein Stück gesehen, so eine Folge, ein, zwei Folgen, aber sonst.
Ja, Jörg, ich habe RTL im Hintergrund an. Soll ich leiser machen? Aber ja, ja. Ich werde jetzt mich verabschieden von euch. Ich bedanke mich natürlich recht herzlich fürs Zuschauen und für die Likes. Ja, vielleicht sehen wir uns, hören wir uns spätestens morgen oder die Tage. Ne? Ja. Wollen wir schauen. Ne? Denn euch noch allen einen schönen Restsamstag und morgen schönen Sonntag. Ne? Denn auf Wiedersehen. Tschüss.